Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Mein Name ist Riculum. Jetzt kann ich meinen Namen nicht versprechen und wir befinden uns in der dritten Folge von Let's Play Assassin's Creed und wir fangen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und ich drücke Enter für Fortsetzen. Wir haben den Leardros oder wie er hieß, getötet und haben 100% Synchro bekommen. Sehr schön. Er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Eine kleine Unterhaltung von mit Rebecca und William, glaube ich, oder Sean. Sean oder William. Und die Mittagsmüdigkeit tritt wieder ein. Wir befinden uns wieder. Denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Wie? Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh. Nein, Schutzengel, also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Nun ist also wieder auf der Animus-Insel, so heißt diese Gegend hier. Und wir schauen mal, was uns dort hinten erwartet. Das scheinen mir auch solche Tore zu sein. Oh, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Ja, das war wieder ein Telefonat zwischen Rebecca und William. Und Lucy ist also begraben, gestorben, getötet durch unsere Hand. 5 Animus-Datenfragmente benötigt, um diese Erinnerung freizuschalten. So, Datenfragmente. Ich habe, muss ich zugeben, ein Let's Play von Giga.de gesehen, die bisschen noch weiter gespielt haben und daher weiß ich, dass Datenfragmente sowas sind wie Banner oder Federn, die in Ezio's oder in Istanbul, wo wir uns dann jetzt gleich befinden, versteckt sind, die man finden kann und ich würde sagen, wir laufen da gleich mal hin. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Er erzählt die Geschichte über Briefe, die er an seine jüngere Schwester Claudia schickt. Und das goldene Horn. Neue Gegenstände beim Schmieden freigeschaltet. Ah, und wir befinden uns in Konstantinopel, Mai 1511. Ezio ist 79,
1479 geboren. Dann war er 21. Der dürfte jetzt nicht älter als 30 sein oder ein bisschen. Nee, Quatsch. Der ist nicht 79 geboren. Auf jeden Fall ist er über jetzt hat über 50. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantini. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel. Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Wir sind jetzt in Konstantinopel oder Istanbul, wie es auch heißt. Ja, und mal gespannt, was uns erwartet. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beefendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardım edebilir miyim, efendim? Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayın. Ich schätze, die Frau war auch Italienerin. Hoş geldin kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de La La La. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Mhm. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Ja. Prinz Süleyman, Tabulator. Für Datenzugang. Ja. Wir sehen hier einen Datenbankeintrag mit Hintergrundwissen zur jeweiligen Person. Diese Person gab es wirklich anscheinend in dieser Zeit. Und wir sehen hier einen geschichtlichen Hintergrund zu dieser Person. Und ja, ich möchte das jetzt nicht vorlesen. Und hin und wieder werde ich mal auf einen Datenbucheintrag zurückgehen und den angucken, aber sonst nur für mich, damit ich ein bisschen was von der Story noch ein bisschen mehr mich einleben kann, weil es ist in Assassin's Creed eine wirklich schöne Möglichkeit. Und zurück. Interaktion mit Geschäften ist zurzeit nicht möglich. Wir schauen uns kurz ein wenig um. Und wir haben hier Yusuf Tazim. So, er ist 1467 geboren. Und na, mehr weiß man anscheinend nicht. Gut. Wir haben hier eine Mission. Allerdings möchte ich gerne als erstes uns den Turm da oben anschauen, damit wir schon einen Blick auf die Karte werfen können.
Das mache ich schnell, damit wir auch sehen, wo wir hinlaufen und nicht nur dieses Pixel-Zeugs auf unserer Karte haben. Ich hoffe, ich komme das nicht hin. Dann muss ich von dieser Seite hier hoch. So. Nach oben, nach rechts und nach oben. Nach oben, weiter nach oben. Ich schätze mal, das ist ein Minarett, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir klettern auf ein Minarett einer Moschee, wo der Muezzin zum Gebet ruft. Und wir synchronisieren den Aussichtsturm für unsere Karte, damit wir auch schön wissen, wo was ist. Karte aktualisiert. Ich schätze mal, wenn wir jetzt Tab drücken, kommt die Karte. Oder? Jawohl, jetzt sehen wir hier. Es wird sehr groß. Ich weiß jetzt nicht, ob Istanbul größer ist als Rom, aber das wird sich dann zeigen. Gut. Dann wollen wir doch mal Yusuf ansprechen. Und die Mission in der ersten Stadt starten. Sprechen. Nicht von Yusuf entfernen. Der Meisterassassine war Meisterassassine. Yusuf Tazim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Akzeptieren. Machen wir das doch. Im Galaterbezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Ach, da kann ich mich schön zurücklehnen. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Hey, Vorsicht! Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Wieso redet der auf einmal so langsam? Ich bin noch neben ihm. So, es ist eine sehr schön designte Stadt. Also das gefällt mir sehr gut. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Hey, ein Hinterhalt. Ihm nach! Ich sehe ihn! Ui. Das muss ich mir nachsehen. Oh. Da war er schneller. Ich würde den gerne hier plündern. Oh Mensch. Mensch. Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Ui. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Finde ich gut. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt
und hingerichtet. Oh. Wir sind fast da. Ich weiß nicht, ich bin kein Sprachenkenner. Reden die hier, gerade gehört, reden die Arabisch oder Türkisch? Das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn ich was falsch ausspreche, Namen oder Städtenamen oder irgendwie was, bitte weis mich darauf hin und gib mir Verbesserungsvorschläge, dann kann ich das für alle mal beseitigen. Ah, 100% synchron und wir haben uns nicht entfernt und betreten das Hauptquartier der Assassinen. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute avoi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Gute Idee. Ausrüsten und erkunden. Ezios Ausrüstung ist im schlechten Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und erwerben Sie eine bessere Ausrüstung. Und wir drücken Enter zum Akzeptieren. So, wir sind hier im Hauptquartier der Assassinen. Sehr schön, sehr schönes Flair. Atmosphäre kommt absolut gut rüber hier in dem Spiel. Und wir schauen uns einfach mal ein wenig hier in diesem Hauptquartier um. Hier glaube ich, oder hier sieht es danach aus, kommen die Rüstungen hin, Mentor, die wir kaufen. Es ist mir eine Ehre. Mir auch. Hier kommen die Rüstungen hin, die wir im Laufe des Spiels erwerben können. Sind einige Rüstungen, die dabei zusammenkommen können. Hier haben wir die Waffenständer. Hier haben wir auch schon verschiedene Schwerter zur Auswahl. So. Offizierschwert. Ausgerüstet ist das Assassin Yatagan Schwert. Hat 1 Schaden, Tempo 2 und 1 Schutz. Das Mai ausgewählt haben wir jetzt hier. Das Offizierschwert hat 2 Schaden, 3 Tempo und 3 Schutz. Können wir da irgendwie wechseln? Das Mailänder Schwert hat 3 Schaden, 3 Tempo, 2 Schutz. Und die Schiavona hat 3 Schaden, 2 Tempo und 3 Schutz. Ich nehme die Ausrüsten. Sehr schön. Gut. Hier ist das Assassin Yatagan Schwert. Und dank euch werden wir immer stärker. Ja, bitte sehr. Dann schauen wir uns noch weiter um. Was haben wir hier? Hier die Lesepulte für wahrscheinlich Bücher, die wir finden können. Da bin ich allerdings jetzt nicht informiert. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir schon, hier haben wir uns schon alles angeguckt. Hier haben wir uns auch schon alles angeguckt. Und hier haben wir uns doch auch schon alles angeguckt. Ja, dann laufe ich gerade wieder im Kreis. Tut mir leid. Da ist nichts, da ist auch nichts. Vielleicht finden wir noch irgendwo was. Ah, hier geht's nach rechts. Da gehen wir doch mal hinein. Und da sind gelbe Punkte auf der Karte. Und da ist eine Truhe. 2 Truhen sogar. Was finden wir denn? Verzögerungshülse 5-mal.
Und hier... Salpeter, dreimal. Sehr schön. Briefkasten. Das sieht mir nach einem Bombenbautisch aus. Den wir nicht benutzen können, weil wir noch keine Ahnung von Bomben haben. Ja, gut. Dann würde ich sagen, was haben wir hier sonst noch? Irgendwas? Irgendwas? Nein, wir gehen verlassen den Unterschlupf. So, Stadtereignisse. In der ganzen Stadt können Sie auf systembedingte Ereignisse stoßen. Verdienen Sie genug Geld, um eine Rüstung zu kaufen? Gut, und wie viel brauche ich? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe schon genügend Geld. Eine wunderschöne Aussicht, muss ich sagen. Hammerteil. Da war ja die Investition in meinen neuen PC sehr gut. Oh, das sieht mir nach so einem Ding. Da brauchen wir erst die neue Waffe, die es in dem Spiel gibt. Da können wir damit dann rum cruisen. Na, das kann er also auch noch. Das an der Wand hochlaufen und hüpfen und springen und festhalten. Sehr praktisch, um höhere, um größere Gebäude hochzuklettern. Hüpf. Hüpf. Und jetzt nach links. Und hüpf und festhalten und hüpf und festhalten. Jetzt check ich kurz die Lage, wir gehen nach links. Nach oben. Hüpf und festhalten. Nach weiter nach links. Und hier gehen wir nach oben. Und dann haben wir den Turm gleich. So. Ein schmaler Fenstersimpf. Nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Hüpf. So. Und noch einmal die Aussicht genießen. Hammer. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil gemacht. Wir sehen auch hier schön die Grenze zwischen Europa und Asien. Ich glaube schon, dass es die ist. Sollte schon sein, nicht, dass ich hier einen geografischen Müll erzähle. Aber es sollte so sein. Und wir synchronisieren. Ui, wunderschön. Da hinten sehe ich noch eine Truhe oder irgendwas liegen. Das werden wir uns holen, bevor wir da runterhüpfen. Da lag doch irgendwas. Hier haben wir ja schon eine Truhe. Plündern wir die doch mal. Mal gespannt, was drin ist. Hagel. Sind Metallsplitter. Mit denen kann man eine Frag Grenade machen. Eine Splitterbombe. Sehr schön. Dann klettern wir oder springen doch einmal hier runter. Wow, da, ui. Das war ganz schön tief, meine Damen und Herren. Uiuiui. Mach ich auch so jeden Tag. Ein Arzt. Ja. So. Und ich sehe auf der Map ein blaues Schild. Ein blaues Missionssymbol. Da laufen wir auch hin. Alle Damen verschleiert. Wie es sich für ihre Religion gehört. Und gewünscht ist. Ach, und wir haben also doch schon genügend Geld, mit dem wir uns eine Rüstung kaufen können. So, Rüstung. Keine Rüstung beschädigt. Azap Lederschulterteile. Gut, akzeptieren. Azap Lederschulterteile erhalten. Und auch gleich ausgerüstet. Gesundheit 1, Widerstand 3. Zurück. Und zurück. Jetzt haben wir ein Leben mehr. Volle Synchronisation. Sehr gut. Okay. Und ich schätze mal, die gelben Punkte auf der Map sind Wachen, die durch die Gegend laufen. Und ich werfe einen Blick auf die Uhr. Gut. Dann schauen wir noch ein, was uns hier erwartet bei dieser Mission.
Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor in die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Wir haben die neue Waffe bekommen, die es in Revelation gibt. Das ist die Hakenklinge. So, und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Assassin's Creed Revelation. Viel Spaß und danke fürs Zusehen.